Ich zeige euch heute meine Fair Fashion Capsule Wardrobe, die ich mir über mehrere Jahre zusammengestellt habe. Ich verrate euch bei jedem Teil die Marke, aber auch den Preis, und der wird euch bei dem einen oder anderen Teil mit Sicherheit überraschen. Möglich gemacht wird das heutige Video von Armed Angels und deren neuen Detox Denim Kollektion, aus der ich euch zwei Teile vorstellen darf und die sich, by the way, super in meine Capsule Wardrobe integrieren lassen. Zum einen die Yari Jeans in Rinse Black und den Undyed Papo Pulli. Beide Teile sind vegan und GOTS zertifiziert, das heißt, dass wichtige soziale und ökologische Kriterien entlang der kompletten Lieferkette überprüft werden, wie zum Beispiel, dass die ArbeiterInnen Löhne erhalten, die über deren Grundbedürfnisse hinausgehen, oder dass schädliche Stoffe wie Chlor, Schwermetalle, krebserregende Stoffe nicht benutzt werden. Ich habe es eben kurz erwähnt, der Pullover ist undyed, also ungefärbt, und da der Färbeprozess bei Textilien recht energie- und wasserintensiv ist, können hier so Ressourcen geschützt werden. Ich bin schon länger Fan der undyed-Linie, weil die Produkte einfach auch ohne Färbeprozess eine schöne, natürliche Farbe haben. Checkt gerne Armed Angels über den Link in der Videobeschreibung aus. Mit RethinkNation-15 erhaltet ihr zudem 15% Rabatt auf euren Warenkorb. Ich würde sagen, wir ziehen uns einfach mal komplett an und starten mit den Socken. Da nutze ich seit längerer Zeit schon die Sport- oder Tennissocken von Trigema, sowohl in weiß als auch in schwarz. Das Besondere, Trigema fertigt vom Garn bis zum Endprodukt in Deutschland in den eigenen Produktionsstätten. Das ist heute alles andere als selbstverständlich. Ich habe früher intensiv Tennis gespielt und viele Jahre Nike-Tennissocken getragen. Qualitativ stehen die Trigema-Socken meiner Meinung nach diesen in nichts nach. Sie sind bequem, behalten die Form. Was wichtig ist, das Einzige, was ich ein wenig schade finde, ist, dass das schwarze Modell im Vergleich mit anderen schwarzen Textilien nicht so ganz schwarz aussieht, eher noch so einen Blaustich hat. Sollte euch das also sehr wichtig sein, solltet ihr das bei einem Kauf im Hinterkopf haben. Bei den Schlüppis habe ich bisher Erfahrungen mit den Unterhosen von Ehrlich Textil und Nudie Jeans gemacht, war mit beiden zufrieden, sie sind nur nach einer gewissen Zeit ausgeleiert. Kann man darüber diskutieren, ob das nach 2 bis 4 Jahren in Ordnung ist, da würde ich gern eure Meinung wissen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Meine neuesten Boxer, selbst gekauft, sind die Ricards von Armed Angels aus Tencel. Ich liebe den Stoff Tencel, er fällt wunderbar, ist total weich, behält gut seine Form. Eine Regeneratfaser, die ähnlich wie Viskose funktioniert und auch hergestellt wird, aber deutlich umweltfreundlicher ist. Nach einigen Wochen kann ich sagen, sie tragen sie super bequem. Ähnlich den Ehrlich Textil Boxer, die von Nudie waren vielleicht ein Ticken unbequemer bzw. enger, sodass man sie beim Tragen ein wenig mehr gespürt hat. Ich hoffe, sie behalten durch den Tencel-Stoff ihre Form. Was ich allerdings ein wenig schade finde, ist, dass sie ein wenig fusseln. Zumindest auch noch nach einigen Wochen. Aber vielleicht stellt sich das ja irgendwann noch ein. Zu Armed Angels Jeans ergänzt eine 10€ Stoffhose von Rockamora meine Hosensammlung. Warum 10€? Ich habe sie secondhand gefunden. Ist meines Wissens nach auch keine Fair Fashion Marke, aber ein gutes Beispiel dafür, wie preiswert Secondhand Kleidung sein kann, die zusätzlich auch noch die Umwelt schont, im Gegensatz zu einem Neukauf. Absoluter Glücksgriff, sie ist cropped, geschnitten, passt wie angegossen und vor allem super in meine Capsule Wardrobe. On top gibt es dann noch eine Blue Jeans von Nudie, das Modell Gritty Jackson, straight geschnitten, dadurch auch aus 100% Biobaumwolle möglich und sehr robust. Ich hoffe, sie wird mich viele Jahre treu begleiten. Bei T-Shirts setze ich auf Organic Basics und deren Silver-Tech-Modell. Das wird bei manchen Fair Fashion-Enthusiasten jetzt vielleicht ein wenig aufstoßen, weil T-Shirts ja eigentlich sehr simpel aus 100% Biobaumwolle herzustellen sind. Meine Silver-Tech-T-Shirts bestehen allerdings nur aus 84% Biobaumwolle und zudem noch aus 12% Silberyarn, was nichts anderes als eine Synthetikfaser sein dürfte, und 4% Elastan. Warum entscheide ich mich trotzdem für solch ein T-Shirt, wenn Synthetik verarbeitet wurde? Ich habe einfach schon sehr oft, gerade bei T-Shirts, die meist dünn im Stoff sind, die Erfahrung gemacht, dass sie Mikrolöcher bekommen. Vor allem durch die Wäsche oder man bleibt dann doch irgendwo mal hängen. Mit dem Synthetikanteil habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass sie mir lange halten, was ja ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von Nachhaltigkeit ist. Just my two cents, das kann man sicher auch anders sehen. Warum habe ich eben gesagt, bei meinen Silvertech T-Shirts? Die haben schon einige Zeit auf dem Buckel und mittlerweile bietet Organic Basics unter dem Namen Silvertech T-Shirts an, die aus 100% recyceltem Nylon bestehen. Ob die sich also genauso verhalten wie meine alten Silvertechs, weiß ich nicht, aber cool, dass sie mittlerweile 100% recyceltes Material anbieten bei den Silvertech T-Shirts. Ansonsten habe ich noch ein Tencel T-Shirt der Marke Addon. Super T-Shirt, allerdings auch schon lange in meinem Kleiderschrank und ich kann die Marke nicht mehr finden.
Ich weiß nicht, ob es diese einfach nicht mehr gibt. Tencent-T-Shirts haben ihren Preis. Ich habe damals 50 Euro für das T-Shirt gezahlt. Meine Lieblingskategorie der letzten Jahre, langärmelige Oberteile. Absolute Empfehlung meinerseits, der Basic Sweater von Earth Positive bei Grundstoff für gerade einmal 27,95 Euro. 100% solide Biobaumwolle, bei der man nicht wie bei T-Shirts Angst vor Löchern haben muss. Gibt ihn auch in diversen Farben. Da bin ich wirklich am Überlegen, ihn mir sogar ein zweites oder drittes Mal zuzulegen. Trage ich wirklich sehr gerne. Bei den Schuhen habe ich das gleiche Modell in zwei unterschiedlichen Farben, und zwar den Argan High von Aiken Footwear. Die braune Variante gehört zu einem meiner ersten Fair Fashion Teile. Sie halten sich seit vielen Jahren super, allerdings ist das Leder und deswegen würde ich sie heute mir nicht mehr kaufen. Zugegebenermaßen muss ich aber sagen, dass die Ledervariante gegenüber dem Imitat doch ein Stück weit bequemer ist. Trotzdem trage ich aber auch die schwarzen Boots sehr gerne. Ganz neu in meinem Kleiderschrank und eine echte Investition ist mein Auckland Coat von Philippa K. Da habe ich im Sale zugeschlagen für immer noch 270 Euro. Regulär kostet die Jacke 450 Euro. Ich hoffe, sie begleitet mich entsprechend lange. Das zeitlose Design könnte sie haben. Sie ist das einzige Teil in meinem kompletten Kleiderschrank, das ich bewusst mit einem tierischen Faseranteil, nämlich Wolle, gekauft habe, weil sie recycelt ist. Sonst würde ich das nicht tun. Der Sale ist real. Ich habe richtig gekämpft, mit Anruf ins Ausland noch eine Jacke in meiner Größe zu bekommen. Dass sie auch nicht mehr reinkommen wird, wurde mir ebenfalls gesagt. Sollte sie euch also sehr gefallen, solltet ihr eher schnell als langsam euch vielleicht darum kümmern. Zwei wichtige Begleiter im Alltag gehören für mich bei meiner Capsule Wardrobe ebenso mit dazu. Zum einen meine neue Weekender-Tasche von Matt & Nat. Ich hatte sie noch nicht im Einsatz, will das aber bald ändern und sie auch als Sporttasche nutzen. Was für manche vielleicht ein bisschen overdressed ist, aber ich mag sie zu schwarzen Outfits ganz gern. Ich habe testweise das Lederimitat auch mal mit einem Tuch ordentlich geschrubbt, gesäubert und ich muss sagen, dass es den Anschein macht, als ob es ganz gut was aushält. Matt & Nat für mich eine der herausstechenden Marken, wenn es darum geht, Lederimitate zu produzieren, die richtig wie Leder auch aussehen. Ob die Qualität sich über die Zeit beweist, werden wir sehen. Ich habe sie auf der Seite Wardo mit 20% Rabatt erstehen können, deswegen der weirde Preis. Den Job der Gymbag, des Lebensmitteleinkaufens, macht bisher mein Rucksack namens Block Medium in Coated Anthrazit von Pingpong. Liebe ihn, werde ihn auch weiter nutzen. Er hat super viele Fächer, ist robust, lässt sich schnell auf den Rücken spannen und sieht meiner Meinung nach auch richtig gut aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, supportet einen Daumen nach oben immens. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Kommentiert gerne mal euer Lieblingsteil aus dem Video in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, habt euch lieb und ciao. Oh.